Das ist der neue OnCloud 7030. Neu deshalb, weil es ein komplett neues Upper bzw. eine komplett neue Farbgestaltung ist. Dieses, ja, man muss es tatsächlich schon sagen, Erfolgsmodells von On. On ist mittlerweile eine Company, die gibt es seit 10 Jahren. Vor 10 Jahren waren sie eine kleine Schweizer Manufaktur, die kleine elitäre Laufschuhe herstellten. Und mittlerweile ist gerade hier der Cloud im 10. Jahr einer der, kann man tatsächlich so sagen, populärsten Running-Schuhe überhaupt auf dem Markt. Und uns fiel gerade diese Version auf hier. Das ist die Herrenversion, das ist die Damenversion. 7030 steht einfach für die Farbkombination. Und On hat sich hier einfach eine sehr schicke Farbkombination ausgedacht. Sicherlich wissend, dass viele der Träger des On Cloud den Schuh auch in der Freizeit nutzen oder gerade auch für den Freizeiteinsatz nehmen. Dennoch, den Cloud zeichnet nach wie vor das aus, was On ausmacht. Das ist diese Cloudtech-Konstruktion, diese auffällige Mittelsohlenkonstruktion aus diesen einzelnen Schlingen aus Kunststoffmaterial. Man sieht das hier sehr schön, sie sind innen hohl, verschieben sich und dämpfen sich zusammen, wenn der Fuß auftritt. Das bringt zwei Elemente. Zum einen ist es ein sehr smoother, ein sehr weicher Dämpfungseffekt und zum anderen verschieben sich diese Cloud-Elemente leicht, wenn der Fuß über den Boden gleitet. Das bringt ein sehr dynamisches und sehr effektives Dämpfungsgefühl. Zum anderen zeichnet dir gerade den Cloud aus, dass diese Cloud-Tech-Version sehr minimal ist. Das heißt, der Schuh ist super leicht. In Größe US 11, wie ich hier sie in der Hand habe, wiegt der Schuh gerade mal 250 Gramm. Das liegt natürlich auch daran, dass er sehr minimalistisch konstruiert ist, sehr reduziert. Das Obermaterial ist weitgehend frei von Besetzen. Im Sattel des Schuhs sieht man hier die Version, hat On einen Stretch Lacing eingeführt. Das heißt, man kann diesen Schuh sogar, wenn man auf gerader Strecke oder auf Asphalt läuft, einfach mit dieser einfachen Stretch-Version tragen. Ansonsten liefert On aber im Paket auch die klassische Schnürung mit, die man dann hier vorne bis in die vorderen Ösen ziehen kann. Sicherlich die Empfehlung für Leute, die den Schuh ausschließlich zum Laufen einsetzen. Ansonsten aber ein Schuh, der tatsächlich sehr bequem ist, sehr alltagstauglich ist. Und vielleicht, wenn man den Spagat wagen will, ein Schuh, den man freizeitmäßig antragen kann, aber eben auch tatsächlich für lockere Laufeinheiten beziehungsweise auch für schnellere Laufeinheiten. Gerade leichtere Läufer, effiziente Läufer fühlen sich mit dem Schuh sehr wohl. Dafür spricht auch diese sehr schön gebogene Leistenform und diese reduzierte Aufsatzplattform des On Cloud. Ein Klassiker also, der meiner Meinung nach ein bisschen unverdientermaßen so immer in die Lifestyle-Ecke geschoben wird. Das ist ein Schuh, der sich gerade für ambitionierte Läufer sehr gut eignet und etwas Abstriche musste man in der Vergangenheit machen. Es gab leichte Probleme mit der Haltbarkeit der Sohle und manchmal löste sich auch das Innenmaterial relativ früh auf. Wir werden das jetzt testen und beobachten, aber es ist nach wie vor der Cloud einer der Modelle, die für On stehen mit der Technologie und die wir auch vom Runner's World Test Team sehr empfehlen können.